Herzlich willkommen da draußen. Ja, geht schon wieder. Ja, na Bent. Hallo bei Tante Luise. Herzlich willkommen. Du bist, ja, dann fang du an. Ich will ja nicht, also mach mal. Genau, ich möchte nämlich auch nicht. Und dann war es das. Also es war wie immer schön mit euch. Es ist immer toll mit euch. Kai hat hier so einen Zettelgewürf vor sich liegen, ich nicht. Warum? Ich bin heute nach dem Urlaub und nach meinem Einsatz in Etoile in der französischsprachigen Schweiz meinen ersten Tag wieder hier. Ich hatte keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber wenn man so einen klasse Kollegen hat wie dich, weiß ich, dass der mich dann durch die Sendung einfach mitträgt und darauf verlasse ich mich jetzt ein bisschen. Ja, vielen Dank dafür. Aber was machen wir, wenn wir beide hier so ankommen und du, ja, ich habe es auch nicht. Also das wird nicht passieren. Also einen wird es vielleicht mal treffen, aber den anderen nicht gleichzeitig auch. Glaube ich nicht. Aber du sprichst noch Deutsch. Ich spreche noch Deutsch. Hattest du mal in der Schule Französisch? Mhm. Ist natürlich schon ein paar Jahre her, schätze ich mal, ne? Ein paar Tage. Und gelernt habe ich es eigentlich da nicht. Genauso wie das war. Aber es war so, oh, so trocken und ja, klar, natürlich. Du musst ja irgendwie eine Firmino schaffen. Das habe ich dann auch irgendwie, glaube ich, immer hingekriegt. Aber mein Faible für Frankreich habe ich eigentlich erst direkt. Direkt nach der Schule, als ich mit meinem Moped das erste Mal in Arcachon war, das, was bei Bordeaux ist, habe ich immer schon mal wieder erwähnt. Eine geile Ecke. Ja. Und da war ich so oft, dass ich es dann irgendwann konnte. Cool. Aber jetzt war ich schon wieder so lange nicht da, aber das Thema hatten wir ja auch schon, dass ich es wieder verlernt habe. Wie ist es dir ergangen? Weil du hattest ja auch mal Französisch. Ja, ist auch lange her und mir ging es ähnlich. In der Schule hat es mich nie interessiert und die Sprache hat mich auch nicht gepackt. Hätte ich nicht so eine attraktive Lehrerin gehabt, wäre ich wahrscheinlich in diesen Kurs auch gar nicht gegangen. Da hattest du es gut. Ja, aber der Lernerfolg ist trotzdem ausgeblieben. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt gemerkt, als ich jetzt da eben in der französischsprachigen Schweiz war, in Etoile, verdammt nochmal, das ist ganz weit hinten, aber es ist da. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin nicht komplett blauäugig darunter gefahren. Und es gibt so ganz, ganz tolle Apps fürs Handy. Mhm. Und die helfen doch. Vor allem, wenn man nicht nur stumpf dadurch irgendwelche Vokabeln lernt, sondern natürlich auch so Satzbau, Grammatik, Schnick, Schnack, Schnuck. Und man muss in dieser App, die ich jetzt für mich jetzt erstmal auserkoren habe, auch schreiben. Also man muss auch wirklich selbst das Wort korrekt schreiben mit Akzent und allem Schnickschnack. Ja, da wüsste ich schon, wenn ich es am Handy mache, gar nicht, wo der Akzent Circumflex oder also Grafen Graf und die das, genau. Ja, die genau. Findet man ja noch. Aber dann gibt es noch den, ist das der Circumflex, also diese halbe 5 unten unterm C oder? Unterm C, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Kann ich ja gar nicht. Siehst du, zu lange her. Genau. Ja, du kannst ja aber auf dem Handy auch verschiedensprachige Tastaturen runterladen und dann kannst du die französische aufmachen, ist alles da. Mhm. Genau. Auf jeden Fall hilft das eine Menge. Natürlich sind in dieser App keine Motorradbegriffe drin, also zumindest nicht in der Anfängerversion. Da fängst du wirklich mit, wie heiße ich, wo wohne ich, was esse ich an. Mhm. Aber erstaunlich, du kommst wieder rein vom Singsang, wie das Ganze eben so zu klingen hat. Mhm. Und es ist ja da wirklich so, dass alle Mitarbeiter in der neuen Filiale da, die wir da eröffnet haben, alle Französisch sprechen. Zwei sind sogar Franzosen, die also ein bisschen längere Anreise jeden Tag haben und dann in der Filiale arbeiten. Der eine verstand auch sehr, sehr gut Deutsch, was sie allgemein eigentlich tun. Sie sprechen es aber eben nicht. Ist auch gar nicht schlimm, aber somit war die Verständigung am Ende leichter, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich konnte langsam und hoffentlich verständlich für die Deutsch sprechen. Mhm. Wenn sie geantwortet haben und auch langsam und in einfachen Worten, konnte ich Französisch sehr, sehr gut verstehen und nach 2 Wochen, muss ich sagen, hier und da auch wunderbar antworten. Und ich hatte dann auch wieder so dieses deutsche Phänomen, wenn bei uns irgendwelche Ausländer dann eben Schwierigkeiten mit den Artikeln haben. Der, die, das. Wir haben ja natürlich auch das Tschechische. Ja, gut, das ist ja nochmal wieder. Ne? Da ist der mit dem Englischen ja sehr schön. Genau. Und bei den Franzosen ist halt auch, die haben zumindest auch der und die. Und es ist natürlich in keinster Weise vom Deutschen zu übernehmen. Weil bei uns heißt, die Motorrad. Genau. Bei uns heißt es die Katze, bei denen heißt es der Katze. Ne? Ja. Und lauter solche Sachen. Und trotzdem kommst du voran. Und das ist ganz, ganz schön. Es hat auch eine Menge Spaß gemacht. Natürlich helfen dann auch Übersetzungsprogramme am Rechner oder auf dem Handy. Was ich noch wissen will, du bist ja als Trainee dann da, um die neuen Mitarbeiter
fit zu machen. In allen Belangen, die im Kundenumgang und mit dem Job. Auch Produktkenntnis und solche Geschichten. Eben. Ja, genau. Bist du auch auf die Kunden los? Das habe ich mir ehrlich gesagt verkniffen. Also ich war immer ich bin die ganze Zeit mit draußen. Wir sind ja dann auch von früh bis spät jeden Tag in der Filiale, 2 Wochen lang. Und nach der Eröffnung ist es dann so, sind wir definitiv mit auf der Fläche. So, was ich mir verkniffen habe, ist Kunden aktiv anzusprechen. Also ich bin auch im Zivil im Endeffekt da rumgerannt, weil ich finde es sehr, sehr peinlich, wenn der Kunde auf dich zukommt, der natürlich erstmal sagt, hey und schön, dass ihr hier seid, und dann legt er da los. Und wenn er dann vielleicht seine 20 Sätze beendet hat, sage ich dann, stopp, ich habe Sie nicht verstanden, bitte nochmal, oder ich spreche kein Französisch, ich hole Ihnen Hilfe. Par français, rien du tout. Und das ist nicht schön. Chance. Und dann guckt er dich aber an. Genau. Das macht einfach, macht keinen schönen Eindruck. Ja. So, und deswegen haben wir gesagt, pass auf, Leute, und wir hatten ja auch Helferlein aus anderen deutschen Filialen, die Französisch sprechen, gerade Weil am Rhein, die Ecke. Die können das gut, aus Saarbrücken, meine Kollegin. Ja, sehr geil. Und aber die Neuen aus Etwas, aus der Schweiz, die haben uns dann immer im Endeffekt zu Hilfe geholt, wenn sie zum Beispiel dann mit dem Produkt nicht weiterkamen oder. Und da hat es oftmals gereicht, dass sich der Verkäufer mit dem Kunden unterhalten hat. Mhm. Ich habe das gehört und habe schon gewusst, alles klar, das fragt er. Und dann konnte ich es dem Verkäufer vorsichtig auf Deutsch erklären, hier und da auch mal mit einer französischen Vokabel. Ich weiß nicht, was wasserdicht heißt, aber ich weiß, dass im Endeffekt contre la pluie, habe ich dann gesagt, also gegen den Regen, und dann mal mit was auch erklärt. Ne? Und alles klar, verstanden, und konnte das weitergeben. Und so hat im Endeffekt dann die Hilfe da stattgefunden auf der Fläche am Kunden. Das war schon sehr, sehr geil. Sehr cool. Macht auch immer wieder wirklich richtig, richtig Laune. Es war Oktober. Natürlich ist da die Bude nicht mega voll, muss man ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Aber warst du schon mal am Genfer See da unten? Noch nicht, ne. Cherché, ne? Es leckt mich am Arsch, du. Das war richtig, richtig gut. Und wir sind da runtergefahren. Ich habe eine Tasche gepackt für 2 Wochen. Da waren 5 Pullis drin und ich habe 2 Winterjacken dabei gehabt. Ich habe mich auf alles eingestellt. Wir sind da aufgetroffen und ich habe von 14 Tagen 13 Tage T-Shirt angehabt. So kann man sich täuschen. Absolut. Und die Gegend ist ein Traum, ist ein absoluter Traum. Du musst einfach mit dieser französischen Sprache irgendwie zurechtkommen, weil natürlich auch jedes Geschäft ist auf Französisch, also Produktbeschreibungen, Verkehrszeichen, beziehungsweise dann eben Titel und irgendwelche Anweisungen, alle auf Französisch. Ja, das dauert manchmal ein bisschen, um dann klarzukommen, aber es funktioniert alles. Wie ist es in der französischen Schweiz mit den Einheimischen und Englischkenntnissen? Früher war es in Frankreich ja so, ich und Englisch sprechen hier, Frankreich ist die Sprache, mach mal. Das hat sich ja auch gegeben, aber wie ist es da? Es ist einfacher gewesen, wirklich langsam Deutsch zu sprechen, dass die es verstehen, weil die haben als Amtssprache da, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Deutsch, und sie lernen es auch in der Schule. Ist natürlich dann wie unser Französisch auch ewig her, gar keine Frage. Aber die wenigsten sind so richtig mächtig in Englisch. Das ist tatsächlich so. Ein paar waren da, also das heißt, es gab auch ein paar Kunden, die dann gesagt haben, Französisch, okay, ist nicht so gut, wie schaut's auf Englisch aus? Und dann ging das sehr, sehr gut. Ja gut, dann ist aber es war tatsächlich deutlich leichter, langsam Deutsch zu reden. Und dann haben die wiederum, wie ich gesagt habe, langsam Französisch geantwortet, und dann ging das schon. Und mit Händen und Füßen sowieso. Eine Mitarbeiterin, die war wirklich, die ist Französisch unterwegs, Englisch unterwegs, ein bisschen Deutsch, und da war das natürlich am allerbesten. Und wir haben ja auch den oder die ein oder andere Mitarbeiterin gebraucht, um uns ab und an mal was zu übersetzen. Also gerade, wenn es um Fachbegriffe ging, ist so eine Sache. Aber ich kann euch da draußen nur raten, solltet ihr mal in dieser Gegend sein, also unabhängig von der Gegend selbst, von der Region, von der Landschaft, gerne mal bei Louis vorbeigucken. Und das muss ich der Vollständigkeit halber hier noch erzählen, es war ja dann auch so, es gab ja einen Sonntag dazwischen. Der war ja Freizeit. So, und ich machte mich mit meiner Kollegin dann auf, 50 Kilometer Richtung Osten, da liegt die Stadt Montreux. Mhm. Du hast mir einen ganzen Eimer voll Bilder geschickt. Genau, so ist das. Wir sind genau mit diesem Titel dann auf der Autobahn Richtung Ortseingangsschild gefahren, und habe ich es auch schön aufgedreht. Ich hatte Gänsehaut, ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil das für mich so ein richtig geiles Aha-Erlebnis war. Wir kommen dort an, auch bei 25, 26 Grad. Es ist mediterran da, es stehen da Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe. Es sind da Insekten unterwegs gewesen, die ich noch nie gesehen habe. Dieser See ist ein traumklares Wasser. So große?
tatsächlich ganz, ganz kleine und wie Kolibris so unterwegs. Ich habe versucht, ein Foto zu machen, ging nicht. Achso, das sind Mücken. Nee, das waren keine. Durch dieses Montreux Jazz Festival, was es da ja auch immer wieder gibt, sind da diverse Statuen ausgestellt. Dann steht Freddie Mercury da. Und in diesem Casino, was ja auch in dem Song besungen wird, ist auch eine kostenlose Queen-Ausstellung. Und die haben wir uns dann noch angeguckt, weil die sehr, sehr viele Alben da unten aufgenommen haben. Freddie Mercury war ein riesen Montreux-Fan, weil er diese Stadt mochte. Und was ich sehr beeindruckend fand, in dieser Ausstellung siehst du dann so DIN A4-Zettel mit Handschrift von ihm, also wirklich Songtexte, mit Rot dann von Brian May hier und da ein bisschen ausgebessert, ne? Weil das einfach, genau, hat so nicht gepasst, das hier klingt besser. Das nimmt dich voll mit, das ist so geil. Und dann hast du in so einem leicht nachgebauten Tonstudio so ein bisschen alte Aufnahmetechnik stehen. Die habe ich auch mal fotografiert, das ist natürlich alles noch so, ne, mit Schiebeschaltern und so weiter. Das weißt du alles deutlich besser als ich. Und auf dem Boden dann so eine kleine Markierung. Da hat Freddie Mercury zuletzt gestanden beim letzten Song, den er da eben tatsächlich aufgenommen hat. Das nimmt dich voll mit, das ist total geil. Und dann gehst du wieder raus in dieses Casino. Es ist bonbonbunt. Ja, ihr habt die Fotos ja gesehen. Also das ist schon geil. Richtig, es sind ja nicht nur diese typischen Blackjack- oder Roulette-Tische, es sind eben auch diese einarmigen Banditen, die heute allerdings auch alle digital sind. Und das sind bunte Fernseher sozusagen, wo die Leute dann Touchscreen drauf rumtippen und Wahnsinn. Also diese Stadt, wir wollten dahin, meinem Kult ganz kurz frönen und dann noch eine Runde drehen. Wir waren den ganzen Tag da, haben da gut gegessen. Wir sind gegen Nachmittag noch auf einen Berg hoch, 1500 Meter. Da haben wir den Pulli gebraucht. Das war das einzige Mal. Da hatte es 5 Grad. Und das war's. Und das war einer der geilsten Ausflüge. Und ich habe mich in diese Stadt echt verliebt, muss ich echt sagen. Das spürst du an jeder Ecke irgendwie. Total geil. Ja, also es klingt ja auch alles. Also ja, auch wenn es ein Motorrad-Podcast hier ist und das jetzt ein bisschen abschwoff. Ja, man verzeihe uns diesen sprachlich und geografischen. Und trotzdem, wenn ihr eben Motorrad fahrt, das ist auch eine Gegend, die sich lohnt, weil da ist alles geboten, ne? Ja. Guck mal, da war das doch schon wieder ein Tourentipp. Absolut. Siehst du wohl. Ja, so lief das da. Ja. Ganz grob. Nachdem ich ja letztes Mal ohne dich auskommen musste, weil du eben in Etoile warst, was dich übrigens schreibt, wenn es Englisch wäre, wäre es ja ein Etoy. Richtig. Na? So irgendwas, was Damen sehr gerne mal zu Hand nehmen. Zum Beispiel, oder Französisch heißt ja auch nicht anders als und du? Etoy? Ja, aber es schreibt sich dann anders. Ja, natürlich schreibt sich dann. Aber das Etoy ist schon auch. Ja. Gut, genug. Genau. Der leckenden Heizung. Ich war ja das letzte Mal hier, als wir unseren Jubiläumspodcast gemeinsam hier hatten. Ja, Nummer 50. Richtig. Dann, ich glaube, ein paar Tage drauf habe ich mir noch ein paar Kommentare tatsächlich angeguckt. Also es waren auch viele Glückwünsche dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Eben, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Mhm. Es sind jetzt roundabout 100 Kommentare. Ja, okay. Die natürlich und ganz, ganz vielen lieben Dank. Die Glückwünsche zur 50. Folge sind und waren. Aber viele von euch haben noch ein bisschen mehr geschrieben. Und auch mal, waren einige, einen habe ich hier auch mir rausgesucht, die geschrieben haben. Also am Anfang habe ich gedacht, na, schauen wir mal, ob das was wird. Ne? Achso, bei den ersten Folgen so, ne? Ja, genau, richtig. Naja, und da habe ich, glaube ich, einen stellvertretend von mitgebracht. Mhm. Aber den von The Bodo Tube, so nennt er sich, den fand ich sehr cool. Weil wir haben auch gesagt, ob wir jetzt bei 14 Tage Rhythmus bleiben oder wöchentlich. Und schreibt der, also alle 14 Tage ist es schon okay. In eurem Alter hat es auch Vorteile, so lernt ihr euch alle 2 Wochen neu kennen. Ja? Genau mein Humor. Sehr geil, gefällt mir. Dann Payman, also eigentlich heißt er Mike. Ihr seid zum zweiwöchentlichen Ritual geworden. Gerne mehr davon und ebenfalls ein herzliches Dankeschön an all die vielen Helfer, welche dieses Format überhaupt möglich machen. Liebe Grüße aus Rheinhessen. Die vielen Helfer, die das überhaupt erst möglich machen, sind heute alle hier. Einer hat gerade den Saal verlassen von zweien. Ursprünglich war der Plan, wir holen die auch bei dem 50. Jubiläum sozusagen vor die Kamera. Das wollten sie dann doch nicht. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mal gucken, ob Jan mir gleich zunickt, so Weihnachten rum, wenn wir eine Sendung aufnehmen,
wollt ihr alle mal mit vor die Kamera kommen, ne? Beziehungsweise wir werden euch definitiv dazu nötigen. Ne? Das muss einfach mal, ihr müsst auch mal gezeigt werden. Ja, also ne? All die vielen Helfer. In Summe sind wir alle zusammen. Vier. Plus Social Media. Also es ist aber, ich glaube, eine 400-köpfige Crew mit Abspannen und alles, was... Ja, natürlich, die Redaktion, das sind 70 genau. Leute. Catering allein. Genau. Und so weiter. Hm. Massagen. Maske. Maske. Wir sehen ja gar nicht so aus. Ist, ja. Stylisten sind dabei, ja. Die Cutter-Teams, also was. Ja, die Piloten, die uns hier herfliegen. Ja. Ja. Hexe Alexa schrieb... Oh. Auf die nächsten 50 Folgen. Alles Gute von einer, die beruflich tatsächlich unter anderem Stützstrümpfe verkauft und dies wirklich gerne tut. Den fand ich sehr schön, weil ich hatte gesagt, also ich mache meinen Job so gerne, weil es eben das Thema Motorrad ist. Und wenn ich Stützstrümpfe verkaufen müsste, wäre ich der Erste, der bei Feierabend den Stift fallen lässt. Siehst du, geht auch anders. Ja, und vor allem, und sie hört unseren Podcast dann gleichzeitig noch. Ja, also großartig. Ja. Ja gut, ich meine... ich kenne mich jetzt mit Stützstrümpfen noch nicht aus. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann uns Hexe Alexa ja ein bisschen in diese Thematik anführen. Hexe Alexa, da ist es wahrscheinlich, ich nehme an, die werden hauptsächlich in Sanitätshäusern verkauft. Ich gehe mal davon aus. Und da kannst du natürlich mit all diesen Dingen, die da verkauft werden, machst du den Menschen das Leben ja, verbesserst denen das ja. Und das ist ja so ein bisschen wie... ja, soziale Arbeit und Dienst an hauptsächlich wahrscheinlich älteren Menschen. Oder ist ja auch eine Erfüllung und ja, deswegen nee, geiler Scheiß, also finde ich gut. Ganz klar. Klasse, danke. Dat Hori schrieb. Dat was? Dat Hori. Dat Hori. Nennt er oder sie sich. Bestes Format seit geschnitten Brot. Für euch lasse ich sogar die Primetime sausen. Anfangs war ich skeptisch, dann neutraler Teilnehmer und jetzt freue ich mich schon vor der nächsten Sendung, euch zu sehen und zu hören. Bin 61, fahre bisher auch alles an Kraut und Rüben, jetzt X-Diavel und Adventure S und will auch nicht erwachsen werden wie Kai. René und Kai, bleibt beide so, macht weiter, prima. Vielen Dank. Da auch nochmal. Ne? Dat Hori, genau. Ja, Dat Hori. Moto Tour Riders. Bei oder vor der ersten Folge war ich etwas verwirrt. Nein, das ist kein Schrauber-Video oder ähnliches. Dann dachte ich, okay, noch ein neuer Podcast. Macht ja nun fast jeder. Und am Ende dachte ich, okay, war gar nicht so schlecht. Und nun warten meine Frau und ich immer ungeduldig auf die neue Folge. Macht weiter so und Prost auf die nächsten 50. Bist du auch ein bisschen schuld? Mal ganz ehrlich. Ja, klar. So, damit soll es genug gewesen sein. Was ich noch erwähnen wollen würde, dass es auch einige Kommentare zu unserer Anmoderation von Lea gab, die relativ eindeutig waren. Ne? Kann Lea mal mit mir eine Tour machen oder solche Sachen. Und einer fragte auch nach Kati, die uns ja zur 25. und auch zur 10. glaube ich. Ja, da haben wir was Trauriges mitzuteilen, leider. Also ich kann sagen, ich habe mich letztens privat mit ihr getroffen, aber sie arbeitet leider nicht mehr bei Louis, denn natürlich haben wir eine Menge attraktive Damen und wir wollten auch dieses Klischee hier so ein ganz kleines bisschen in der Anmoderation bedienen. Kathi hat ein wahnsinnig loses Mundwerk, also das hat sie noch, aber für Louis gehabt und wir hätten sie auch gerne für die 50. Sendung gehabt, aber leider ist sie nicht mehr bei uns. Schade drum. Passiert, aber ich denke, Lea war ein sehr guter Definitiv. Ersatz. So, jetzt haben wir tatsächlich noch ernste Themen. Oh. Ja. Na, einige werden sagen, ja endlich kommen sie mal. Andere so, ach nö, lass mal weiter. Tschüss. Ich habe leider keinen französischen Witz gelernt, ne? Sonst hätte ich den jetzt vielleicht noch zum Besten gegeben. Ja, da habe ich auch keinen drauf. wir sollen heute mal so ein bisschen grübeln oder sagen, erzählen, was die Vorteile von gebrauchten, alten Motorrädern sind oder auch was eben die Vorteile, wenn du eine neue Karre kaufst. Und das ist ja relativ überschaubar, würde ich sagen. Mhm. Ich fange mal mit den alten an. Also du hast weniger Kapitalbindung, um das mal wichtig auszudrücken. Also
Du hast dann noch unter Umständen Geld übrig, um auch noch Urlaub zu machen, wenn du neue Karriere kaufst. Also dieses ganze Verhältnis. Und du hast natürlich, wenn du wirklich dir ein Eisen für 3.000 Euro holst, der Wertverlust wird im Verhältnis zu einer neuen Karre wahrscheinlich deutlich geringer, weil die ist ja schon ganz weit unten und viel weiter runter ist. Irgendwann ist die natürlich auch durch oder kaputt. Aber das ist das eine. Und gerade für die so mit diesem modernen Edge-Design, was ja überall vorherrscht, nicht so viel Mut haben natürlich eher eine Chance, bei im Gebrauchtmarkt noch irgendwas zu finden, was ein nachvollziehbares Design hat. Wo du nicht denkst, welche Drogen haben die Jungs genommen, die da in der Designabteilung arbeiten. Dann, das finde ich, das ist ein ganz wichtiges Argument, was natürlich nur halb zieht. Aber Gebrauchteile, Nachbauteile und auch Zubehör sind für die älteren Karren natürlich verfügbar. Wenn eine Karre neu rauskommt, dauert immer erst eine Zeit. Ne? Du brauchst dann natürlich nicht gleich Ersatzteile oder so. Ja. Aber wenn dir jetzt Karre kommt raus, du kaufst sie und willst jetzt einen Koffersatz mit Gepäckträger von Hepco Becker haben oder so, die sind noch nicht so weit. Ja, solche Sachen brauchen dann. Oder der erste Kettensatz ist fällig. Ja. So, da ist jetzt wieder eine Frage. Man muss ja nicht gesetzlich den Original-Kettensatz nehmen. Nur wenn du jetzt einer bist, der die Karre gekauft hat, die ist gerade auf dem Markt und du fährst im ersten Monat 15.000 Kilometer, 20.000 Kilometer, Kettensatz kann dann schon Fritte sein. Da wirst du im Zubehörmarkt nichts finden. Ja, das sind so die... Eine kurze Sache zu diesem Koffersatz, den du gerade erwähnt hast. Ich habe ja dieses Video mit den Jungs gemacht von SW Motec, als wir bei denen zu Besuch waren. Und nur ganz kurz zu diesem Thema. Es ist ja dann wirklich so, dass wenn ein Motorradhersteller ein neues Motorrad rausbringt und möchte, wie in dem Fall der SW Motec, dass sie sozusagen den Original Koffersatz für die bauen, also als OEM-Teil, ist das was anderes, dann kriegen die ja logischerweise das Fahrzeug so als Prototyp auch schon zu sehen. Und in unserem Video zeigen wir das auch, die Dinge sind dann abgedeckt, das ist geheim, logischerweise. Und dann kann ich den original vom Hersteller lizenzierten Koffersatz sozusagen natürlich ab Erscheinen des Motorrads kaufen. Aber alle anderen Hersteller haben eben erst die Chance, sobald das Moped auf dem Markt ist. Und das dauert dann Entwicklungszeit und Schnick, Schnack, Schnuck, alles, was dazu gehört. Ja, vor allem, wenn das eine Karre ist, die gleich ausverkauft ist. Ja. Sie kriegen keine ab. Ja, kann natürlich auch mal passieren. Sich das. Und dann liegt es natürlich auch wieder am Hersteller, welche Manpower hat der, wie lange dauert bei ihm so eine Entwicklung. Ich denke mal, SW Motec ist verdammt flott mittlerweile in sowas. Aber wenn ich so an die 80er zurückdenke, das hat durchaus 2-3 Jahre gedauert, wenn ich länger, bis da mal von Denfeld irgendwie ein... Aber es ist ein berechtigter Einwand, ja, richtig. Ja, und ein Vorteil von einer älteren Karre ist natürlich, wenn die mal umplumpst, dann ist das nicht schön, aber es tut nicht so weh, als wenn ihr die gerade eine Woche habt und irgendein voll verschaltes Teil vielleicht auch noch und die rammt ihr dann richtig schön irgendwo gegen eine Treppe oder irgendwo fällt sie gegen, wo wirklich die ganze Verkleidung, also was dann wieder 10 einzelne Teile, die alle zu Buche schlagen, wo du denkst, ach du... Da gibt es natürlich auch keine Nachbauteile. Ne? Du hast ja bei den älteren Karren, gibt es ja bei Moto Forza zum Beispiel, für unglaublich viele Modelle Nachbauten. Mhm. Das ist dann GFK. Aber die Sachen sind meiner Erfahrung nach gar nicht so schlecht. Und die Höcker-Sitzbänke, die wir im Programm haben, also die Oldschool, Cafe Racer Höcker, sind auch von denen und die sind wirklich gut. Okay. Ja, fällt dir noch was ein, was an der Karre? An der alten, wir sind jetzt speziell noch bei den alten. Was gut ist, ich bin jetzt mal wirklich beim, hast du schon gesagt, Kapitaleinsatz. Also wenn ich heute anfangen würde und jetzt noch nicht großartig die Touren vor hätte, sondern erstmal nur ein bisschen Fahrerfahrung sammeln wollte, dann bin ich auch mit dem Tausender, sag ich mal, locker dabei bei einem Fahrzeug. Ja. Und dann ist dieses eventuelle Umfallen, tut noch deutlich, deutlich weniger weh. Vielleicht sogar die Möglichkeit, logischerweise irgendwelche Servicearbeiten an der Maschine selbst vorzunehmen. Es gibt für ältere Maschinen Reparaturanleitungen en masse. Es gibt Online-Videomaterial und richtig, so weiter. Richtig, mit einer neuen Karre bist du natürlich gezwungen, wegen Garantie die Sachen machen zu lassen. Genau, also das heißt,
Ja, ich komme dann auch um diverse Werkstattkosten entsprechend drumherum und kann mich selber vielleicht auch so ein bisschen in die Schrauberlehre einlernen, weil ich heute die Möglichkeiten dazu habe, ja. Auch mit deinen Videos zum Beispiel. Ach, das ist schön. Ja. Ne? Da was noch? Honig für geben. Ja, genau. Gebraucht. Wir reden von Vorteilen. Ne? Nachteil ist natürlich immer, dass ich dann keine Garantie habe und ich weiß nicht, welcher Honk mir da irgendwas verkauft und irgendwelche Mängel verschweigt. Ne? Richtig. Also auch die Neuen haben natürlich ihre Vorteile. Ja, und ich finde beides geil. Ich bin. Ja, wo es halt gerade passt. Ne? Ja, also ich hätte mir so viele Motorräder gerne neu gekauft in meinem Leben, aber vergiss es, da war nicht drin. Vor allen Dingen dann doch mal wieder irgendwann nochmal eine und. Was vielleicht ganz kurz bei einem Gebrauchten auch noch der Vorteil ist, wenn ich Teile dafür suche, nämlich wie zum Beispiel einen Koffersatz, und finde den dann auch noch gebraucht irgendwo, weil einer seine Maschine schon verscherbelt hat und dann gehen die vielleicht auch noch günstig raus. Also ich kann mir auch Anbauten unter Umständen auch sehr, sehr günstig zusammensuchen. Oftmals bekommst du es auch gleich mit. Oder kriegst du es gleich mit. Ja, deswegen genau, so ja beim Gebrauchtkauf immer fragen, was ist noch da? Was liegt noch auf dem Boden? Was liegt im Keller? Was ist noch beim Kumpel? Da hat sich öfter mal einiges noch angehabt. Ja, nee, hab ich ja. So, aber bei den Neuen ist natürlich so, wie du es eben auch schon gesagt hast, du hast eigentlich keine versteckten Macken zu erwarten. Ja? Es sei denn, wenn, dann habe ich eine Garantie darauf. Genau, aber es passiert ja, es gibt ja so Motorradhersteller, die haben so ein bisschen den Ruf, den Kunden als Testfahrer für ihr Produkt noch zu nehmen. Ich will jetzt keine Hersteller nennen. Aber im Großen und Ganzen bist du dir ja safe. Ja. Es beruhigt das Gewissen einfach ein kleines bisschen. Ja. Ja. Denn du hast Gewährleistung. Ja. Zumindest einen bestimmten Zeitraum. Dann sind die natürlich kaum reparaturanfällig. Ganz großer Vorteil, gerade jetzt gegenüber wirklich einer Alteisen aus den 80ern oder sowas. Oder auch noch 90ern. Fahrwerk und Bremsen sind zwei Welten meistens. Ja. Da ist wirklich. Also mir gehen zu einem großen Teil die Argumente für ein Alteisen aus, wenn ich nur an die Bremsen denke. Ja, allein ABS, aber auch schon vorher. Also das war ein Anker. Irgendwann ist, ich denke mal so Mitte, Ende der 90er ging das los, wo nochmal richtig sich was getan hat. Und das waren früher, war das immer ein großes Thema in den Zeitschriften, ne, wenn getestet wurde. Dass die Dinger, ja, geht so bremsen. Oder auch eher mal beschissen. Oder aber ja, eigentlich gut bremsen. Aber sobald du mal eine Passabfahrt gemacht hast, musstest du mittendrin anhalten, weil die Bremse nicht mehr wollte. Fading haben sie das halt mal genannt. Ja. Ich stelle mir das heute auch schwierig vor, wenn jetzt ein Fahranfänger, der ja seine Fahrprüfung und so alles auf diesem Fahrschulmotorrad macht, das ja heutzutage mit der modernsten Technik ausgestattet ist. Wenn der sich dann ein gebrauchtes Bike kauft und wirklich etwas Älteres, wo dann zum Beispiel kein ABS drin ist, dann muss der sich ja sozusagen auch wieder ein bisschen zurückentwickeln und ganz anders mit der Karre umgehen, als wenn er sich was Neues kauft, wo das drinsteckt. Ja, das sollte man den Menschen sagen. Ja. Aber es gibt welche, die wissen es so. Ja. Ja, und natürlich, wenn man auf modernes Design steht, dann ist natürlich eine neue Karre oder eine ganz neue, wird man da eher fündig, als wenn du in den 80ern oder 90ern oder sowas guckst. Ist einfach so, ne? Weil viele stehen ja auch auf das Design von KTM oder BMW. So. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich weiß, dass du mit dieser Insektenoptik, glaube ich, nennst du das auch immer, ne? So ein bisschen. Ja, in einer harmlosen Variante. Ja, genau, ich weiß. Ja, also hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, in der Motorrad News hat ein Redakteur das KTM-Design, Vaginaldesign genannt. Und da gab es ein bisschen Unmutstimmung, glaube ich. Ja. Ja. Deswegen heißt meine Frau Witt, dann passt beides. Was denn? Deswegen heißt meine KTM-Frau Witt, weil dann passt das auch geschlechtermäßig perfekt zusammen. Hm? Alles gut. Ja, fällt dir noch was ein? Nee, also diese Auswahl, modernes Design, klassisches Design, kriegt man sowohl bei neuen Fahrzeugen, muss man ja auch sagen. Also es gibt ja mittlerweile auch so ein paar Retro-Bikes wieder, Gott sei Dank eben auch. Und ansonsten schaut euch da ein bisschen um und am Ende, glaube ich, ist es in erster Linie wirklich auch die Nummer mit dem Geld. Ja, oder es gibt ja auch Leute, die haben das Geld ganz locker, sagen sich aber nö. Ich 15 Mille für ein Moped, ich habe gar keinen Bock drauf. Wurde nicht jetzt auch in der Zeit, als ich in Etoile war, irgendwie die neue BMW 1300er GS vorgestellt irgendwo? Mhm.
war in der Zeit, glaube ich. Habe ich aber leider nur so am Rande mitbekommen. Ich finde, also... Ich glaube, ich habe sie gesehen und fand sie nicht hässlich. Also ich finde sie nicht so hässlich wie die davor, richtig. Sagen wir es mal so. Und was mich so ein bisschen erstaunt hat, also BMW hat die Karre eigentlich bei null, von null an neu gebaut. Ach so, okay. Ja. Also zum Beispiel hattest du vorher, ich habe mich da nicht richtig reingekniet in das Thema, aber was ich so mitgekriegt habe. Der Boxer, klar, ist halt wieder der Zweizylinder-Boxer mit variabler Ventil. Geschichte, Nockenkrams. Und sie haben aber das Getriebe diesmal nicht hinter den Motor, sondern drunter gebaut. Und ich meine so gelesen zu haben, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Der Rahmen ist jetzt bis auf den Heckrahmen, der ist wohl wie bisher auch so aus Rohr oder Alu, keine Ahnung. Aber der ist aus Pressblech. Okay. Gut, den sieht man ja wahrscheinlich eh nicht, weil überall so ein Tüllüt drüber ist. Ich war jetzt nicht auf die Karre vorbereitet, aber ich glaube, die hat 143 PS und 145 Newtonmeter. Und das mit dem Boxer. Ein Boxer ist ja eh so ein ich habe eigentlich genug Druck in jedem Drehzahlbereich. Also der Motor muss die Wucht sein. Mhm. Ja, also das können sie ja auch. Und ich meine, warum ist die GS seit, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderten, Number One in den Zulassungsstatistiken, zumindest in Deutschland. Und es gibt jetzt wohl, und da werden viele sagen, oh, das finde ich aber gut. Vorher war, glaube ich, jeder Furz aufpreispflichtig. Mhm. Ja, ich glaube selbst Heizgriffe oder so. Gut, bei anderen ja auch. Aber das Grundmodell, was so ohne Überführung, glaube ich, jetzt knapp unter 20 noch ist, hat schon so einiges dabei. Okay. Ja, aber man kann natürlich, kann man aus den knapp 20 auch bestimmt locker 30. Oder? Beim Zubehör kann man auf jeden Fall aus dem Vollen schöpfen. Das geht ja bei denen ganz gut. Ja. Das beherrschen hier. Ja. Ja. Nö, aber ich fand, also ich war eher positiv überrascht. Fand ich nämlich auch. Was haben wir noch? Ja, das ist mir so ein Thema, da weiß ich nicht, wie weit wir das heute hier ausführen, weil wir haben ein sehr ausführliches Video schon dazu. Nämlich? Unser Video heißt Unfälle vermeiden. Und das ist eben auch ein wichtiges Thema, was man nicht mal eben so auf die Schnelle. Deswegen würde ich das hier jetzt nicht so weit gehen lassen, denn also wir sollen darüber referieren, diese Fehler führen zu Stürzen. Ah, okay. Und Sturz ist ja meistens die Folge von verschiedenen Faktoren. Und wenn wir das jetzt aufdröseln, dann sind wir hier noch anderthalb, zwei Stunden zugange. Ne? Ich ratter das mal eben kurz runter, damit ihr so einen Eindruck habt, was da alles reinspielt, warum man sich mault oder kollidiert. Kommt in dem Video aber auch vor, was du jetzt steht. Ja, das ist ja, okay, das habe ich da, glaube ich, in aller epischen Breite und so weiter, ja, haben wir das da gemacht. Und das ist häufigste Geschichte ist eben Unerfahrenheit. Ja, man ist noch gar nicht in der Lage, so zu reagieren, wie es jemand kann, der es kann. Ja, und dabei ist die Maus kein Faden. Ja. Es ist noch kein sehr geiler Mopedfahrer vom Himmel gefallen. Gibt talentiertere und weniger talentierte. Das ist wichtig. Konzentrationsmangel, der aufgrund von verschiedensten Sachen kommen kann. Selbstüberschätzung. Ne? Oh, ich hab Führerschein, ist kein Fall. Geil, ne? Angebertum, zeitlicher oder seelischer Druck, Angst, Nervosität und so weiter und so weiter. Du merkst, es ist alles noch gar nichts Technisches oder es nimmt mir einer die Vorfahrt. Ja, ja, bloß wenn ich breit bin und eine Reaktionszeit habe wie Schneewittchen oder wer hat so lange geschlafen? Dornröschen. Ja, das ist, nüchtern wäre es nicht passiert. Ja, wahrscheinlich. Also, nicht zwangsläufig. So. Und deswegen ergeben sich daraus dann Grundregeln. Und die donner ich jetzt auch eben schnell. Das Wichtigste, was ich finde, ist, dass du den Fahrbahnbelag richtig einschätzen kannst. Mhm. Und auch das, da gibt es eben Sachen, die ahnst du gar nicht. Das ist mir damals auch passiert. Sag mal ein Beispiel. Auf dem Weg zur Schule mit 16. Kopfsteinpflaster, war das nicht das Thema? Ja, genau. Ja, genau.
Ne, hat auch noch am Bahnhof einen Klassenkameraden hinten drauf, natürlich ohne Helm. Und ich feier der hier schon. So, und dann von Asphalt, das war eben irgend so ein Dezembermorgen oder so, ja, von Asphalt eingebogen in Richtung Schulparkplatz. Fahrbahnbelagwechsel, Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster vereist. Dann machst du nichts. Solche Sachen, das muss man alles erst, oder auch Blaubeersalz wird bei Regen zu Schmierseife. All solche Sachen, das so, dann wie bremst man richtig? Vorrad, Hinterrad, Bremse, wann, wie kombinieren? Nur die nötigsten Finger für Kupplung und Bremse, warum? Schräglage, im Notfall kannst du weiter runter, im Notfall geht's. Das muss ich halt auch trauen, ne? Ja, genau, richtig. Lernen und sich trauen dann. Ja. Kurvenausgang, Blickführung, fixiere das Hindernis nicht, weil sonst fährst du drauf. Und so weiter und so weiter. Deswegen, ich empfehle jetzt einfach nur dieses Video Unfälle vermeiden oder Unfall vermeiden. Genau, und was du jetzt nicht gesagt hast, aber wird wahrscheinlich im Video auch vorkommen, das sind ja diese ganzen Ablenkungen, die man heutzutage wahrscheinlich auch hat. Sei das ein Handy oder was weiß ich, ein Navigationssystem. Alles das, was mich vom Fahren unter Umständen einerseits soll es helfen und andererseits soll es aber oder kann es entsprechend auch dazu führen, dass der Anruf reinkommt, die WhatsApp und ich nehme das die ganze Zeit wahr und konzentriere mich gar nicht mehr auf das, was ich da eigentlich zu tun habe. Ja, wobei das eher ein Problem bei Autofahrern ist, würde ich sagen. Na, ich weiß nicht, wie vernetzt da der ein oder andere Motorradfahrer heutzutage ist, dass er das alles wissen muss. Ich glaube aber nicht, dass einer jetzt während der Fahrt anfängt, auf seinem Handy WhatsApp zu chatten. Ich glaube nicht, dass er schreibt, aber wenn das sichtbar im Cockpit hat und das Ding ploppt auf. Ich zum Beispiel habe sämtliche Benachrichtigungen in meinem Handy, die gibt es nicht, die sind aus. Mhm. Ich muss aktiv reingucken, aber ich kenne auch Leute, da jede Meldung ploppt so News hoch. Geil. Genau. Deswegen, ja, das war jetzt nur noch so ein, Ding. Von der Hand weisen. Genau, schaut euch das Video an. Ich würde sagen, verlinkt das dann entsprechend. Ja. Ich finde, es ist okay für euch, wenn wir das jetzt nicht in die Tiefe, weil es würde unendlich lange dauern. So, dann. Ja, das ist auch eine Umkehrfrage jetzt. Wie überzeugt man seine Eltern vom Motorradfahren? Habe ich eine ganz einfache Antwort. Gar nicht. Also da geht es wohl mit der Frage darum, wie man also als Minderjähriger seine Eltern dazu bekommt, dass sie es einem erlauben oder auch wenn man schon volljährig ist, dass sie es unterstützen finanziell oder so weiter. Diese Richtung, glaube ich, zielt das ab. Meine Mom hat mir von vornherein gesagt, nö, ja, ich bezahle dir den Autoführerschein und auch dein erstes Auto. Aber fass du ein Moped an. Vergiss es, kannst du selber machen. Okay. Das war, ich konnte mir meinen Autoführerschein und auch Mopedführerschein und auch das Auto und so natürlich selber kaufen. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich da. Ich glaube, du hattest das ja besser, ne? Ich hatte das besser, ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, ganz schnell. Ich hatte gar keinen Bezug zum Motorrad oder sonstigem. Mein Opa fuhr aber schon immer, mein Vater hatte auch den Führerschein. Und am Ende war es so, es ging um den Autoführerschein und mein Vater sagte einfach nur, Mensch, hier war so ein Ferienkurs, auch noch bei einer guten Schulfreundin, wo das alles ein bisschen günstiger war, noch zu D-Mark-Zeiten natürlich. Und die Kombination Auto- und Motorradführerschein gleichzeitig machen, die Idee kam nicht von mir. Da hieß es, mach das doch gleich, es ist ja alles in so einem Komplettpaket, ist nicht teuer, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich auch gern gehabt. So, und dann habe ich das gemacht, obwohl ich vorher nie auf so einem Bock gesessen habe und dann saß ich halt auf dieser, 5,35er Viraltür. Ne? Und dann hatte ich meinen Motorradführerschein und dann hat mich die Leidenschaft ehrlich gesagt erst gepackt. Erst na gut. Während der Fahrschule und danach. Spät als nie. Ne? Richtig. Hm? Ja. Also aber ich musste keinen überreden, sondern ich hatte einfach Schwein. Wenn ihr da eine geile Story zu erzählen habt, ja, wie ihr aus einem kompletten Never Ever der Eltern ein, oh, das ist ja geil, hinbekommen habt, das möchte ich gerne wissen. Also ich habe damals die Fantasie oder den Hebel am nirgends finden können, wie ich das ändern konnte. Das war so rigoros ein Never. Wenn ihr was habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Täte mich freuen. Also ich hatte sogar das Riesenglück, als ich den Führerschein dann hatte und meine Uroma besuchte, dass die gesagt hat, mein Gott, wenn ich jetzt die Ausrüstung hätte, ich würde mit dir eine Runde mitfahren. Also die Leidenschaft war irgendwie bei allen da. Das war vielleicht auch mein riesiger Vorteil. Und das nächste Mal hast du ein paar Klamotten mitgebracht. Nee, das hat sich leider nie ergeben, aber allein ihre Aussage hat mir schon gereicht, dass ich das irgendwie cool fand. Ja. Nächstes Thema. Gadgets, die beim Motorradfahren wirklich helfen.
Da musste ich ziemlich lange nachdenken. Da gehen natürlich die Meinungen wahrscheinlich wieder auseinander. Was ist ein Gadget erstmal? Ja, und der eine hält es für nötig und der andere hält es für den größten Schwachsinn. Ja. Also ich habe, da lese ich mich gerade ein, es gibt wohl jetzt eine Sonnenbrille, damit natürlich absolut helmunabhängig, die aber als Navigationssystem funktioniert. Das heißt, dass auf den Gläsern sozusagen Navigations- als auch Geschwindigkeitsanzeigen dann durchgegeben werden. Gibt es ja heutzutage als Einbauten, also so Head-Up-Displays, auch relativ helmunabhängig. Und es gibt aber auch Helme, wo der ein oder andere Hersteller daran bastelt, das dann eben wirklich in den Helm zu integrieren. Dann wird es auf das Visier draufgespiegelt. Die Sonnenbrille macht das für mich extrem flexibel. Das ist scheißegal, mit welchem Helm du fährst. Du musst nichts einbauen in den Helm und sonstiges. Und du, und ich habe so ein Head-Up-Display schon mal ausprobiert, du fährst, konzentrierst dich auf den Verkehr und hast dann, wenn du es brauchst, wie so ein Maverick, ne? Du hast die Information dann vorm Auge, wenn du das nur ganz kurz in der Hinsicht scharf stellst, wenn du sie brauchst, und ansonsten ist alles gut. Und musst nirgends anders hingucken. Also finde ich interessant, obwohl ich jetzt noch nicht sage, ich brauche das, aber ich finde es eine coole Nummer. Du sagst Sonnenbrille. Das heißt, nachts musst du die denn aber abnehmen, oder ist das eine, die... Kann ich dir noch nicht sagen, ich habe mich noch nicht einstellt, oder es gibt ja auch... Das in dem Fall, glaube ich, ist es eine reine Sonnenbrille. Hier, als Luke Ackermann da war, die Crossbrillen von seinem Sponsor, da gibt es Modelle, oder die bauen die Gläser so, dass von außen meinetwegen Verspiegelung oder auch starke Tönung oder sowas, nur wenn du von innen nach außen guckst. Ne? Das ist wie mit den Sonnenbrillen von den Rockstars in der Disco, wo du denkst, die können nichts sehen bei dieser miesen Beleuchtung, die müssen die Treppe gleich runterfallen oder so, aber nein, wenn du von drinnen nach draußen guckst, ist relativ klar. Okay, kann ich noch nicht sagen, muss ich mich noch einlesen, aber unabhängig davon, einfach so ein Informationsdisplay, was ich unabhängig vom Helm wirklich jederzeit tragen kann und was mir wirklich das Motorradfahren im besten Fall erleichtert, finde ich gar nicht so doof. Wie auch Kommunikationssysteme, ob man sie mag oder nicht. Ja, take it or leave it. Richtig, ne? Mit Kumpels sprechen oder mit dem Beifahrer, aber auch rein zur Musik hören, das macht man im Auto grundsätzlich auch. Kommt immer so dieses, hört man nichts, mein Gott, man muss das Ding nicht ewig laut stellen. Und im Auto lasse ich mich auch mehr oder weniger von hinten so ein bisschen betüdeln, finde es aber angenehm. Und warum nicht beim Motorradfahren? Also jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wie immer. Genau. Das ist uralt und es hat aber tatsächlich nicht jeder Motorradhandschuh. Und das ist der Visierwischer. Das muss nicht in Form einer Lippe sein. Ich habe ja früher auch Handschuhe gemacht. Ich habe da einfach über den Zeigefingerbereich hier ganz, also möglichst lang runter, einfach Velourleder einsetzen lassen. Was ja wie dann, so wenn du Fenster gewaschen hast. Zum Abledern, ne? So Abledern. Ja, ja. So. Oder eben, ich glaube, Held hat damals damit angefangen, tatsächlich wie beim Auto, diese Gummilippe. Auf dem Zeigefinger der linken Hand. Genau. Das finde ich ist eine der genialsten Sachen, gerade als Norddeutsche, muss ich das sagen, weil hier pisst das wirklich so oft in Hamburg. Das bringt auf jeden Fall was, das ist richtig. Ja. Ja. Ich stehe auch ehrlich gesagt auf eine Ganganzeige. Das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Ja, hast dich schon mal geoutet. Genau, ich mag das. Ich brauche das beim Auto ums Verrecken nicht, aber beim Motorrad finde ich das immer wieder geil. Und ich weiß nicht warum. Es ist einfach nur so diese Gewissheit, im tatsächlich aktuell richtigen Gang unterwegs zu sein. Oder, und das ist manchmal so, ich verzähle mich auch mal. Und das natürlich weiß ich Drehzahl und Geschwindigkeit, das passt schon irgendwie. Und bla, das fühlt sich auch gut an, da ruckelt nichts. Ne? Ich habe auch nicht eine zu hohe Drehzahl. Aber die Gewissheit, dass da die Zahl steht, ist nochmal irgendwie cooler. Ich weiß nicht, weil ich es beim Auto am Schalthebel sehe, also auch gar nicht bewusst wahrnehmen, aber weiß. Und beim Motorrad weiß ich nicht, habe ich dreimal hochgezogen. War eine Ganganzeige beim Automatikgetriebe, ne? Sehe sie nicht. Habe ich nicht. Aber ich weiß nicht, aber finde ich immer wieder irgendwie nicht daneben für mich. Ja, mich würde es jetzt nicht stören, aber ich... Also ich weiß nur, wie ich bei meiner alten Karre, die hatte 5 Gänge, und ich weiß, ich habe immer, obwohl ich sicher war, ich bin im 5., das wusste ich,
3200 Umdrehungen bei 100 km/h irgendwie, das wusste ich. Und ich habe trotzdem Kupplungen gezogen. Nochmal hoch, ob du auch einfach wirklich im fünften bist. Bin ich es wirklich? Und das ist, ich weiß nicht, das ist vielleicht irgend so was Monkiges, aber das, wenn ich das sehe, muss ich das nicht machen und das reicht mir. Ja, zack, warst du im sechsten. Genau. 20 Jahre Scheiße. Da war doch was. Genau. Ja. Ich hab noch einen, der ist überhaupt nicht mit Moped, kommt überhaupt nicht aus der Moped-Ecke, sondern ist viel banaler. Das sind Kontaktlinsen. Da scheiden sich die Geister, ja, ich weiß. Es gibt welche, die haben es oftmals schon mit Kontaktlinsen probiert, so rein jetzt so überhaupt vom Gucken und haben es aufgegeben, weil sie einfach die Augen das nicht wollten. Ich kenne auch einige Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben einfach nicht durchgehalten. Die haben so immer nach einer halben Stunde, oh nee, das geht gar nicht. Ne? Da muss man, gerade wenn man harte Linsen hat, muss man einfach, da muss man durch. Okay. Man muss es wollen. Bloß eben gerade beim Mopedfahren, natürlich eine Brille ist natürlich auch wiederum eigentlich ein Schutz vor irgendwelchen Sachen, die dir ins Auge fliegen können. Und hinter den Kontaktlinsen, gerade wenn so richtig Pollenzeit ist und du hast da ein bisschen Probleme mit. Okay. Und du hast dann die Pollen auch noch hinter der Linse. Das kann schon jucken. Aber insgesamt, ja. Diese Fummelei dann mit der Brille und sowas entfällt. Ja, das Beschlagen der Brille. Mhm. Ne? Auch wenn du irgendwo reinkommst, weißt du ja, ne? So. Ja. Kannst wieder Scheibenwischer gebrauchen. Ich finde Kontaktlinsen toll. Ja? Ja, aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ich dachte immer, Kontaktlinsen sind Hülsenfrüchte, die sich gerade kennengelernt haben, weißt du? Ja, ist egal. Ja. Gut, was hast du noch? Ich glaube, wir haben sie leider nicht mehr im Programm oder sie ist gerade nicht lieferbar. Ich habe zweimal nachgeguckt in den letzten Tagen. Eine LED-Warnleuchte. Ich glaube, die ist gerade nicht im Programm mehr. Finde ich eigentlich sehr traurig. Gut, das kann natürlich wieder rechtliche Gründe gehabt haben, weil die Leuchtmittel nicht geprüft, nach Hasse nicht. Oder so. Das wäre mir sowas von lattenstramm scheißegal. Wer die Dinger nicht kennt, das Ding ist so... ein Ticken größer als ein Kaffeebecher, ein Durchmesser. Sieht aus wie so ein Diskus. Kleines UFO. Ja, genau. Kann man auch für die Party nehmen. Kannst du auf Rundumlicht oder auf Strobo oder sowas, kann man die einstellen. Die kannst du auch runterfallen lassen. Die sind außen komplett mit Gummi überzogen. Magnetisch aber, sind sie auch noch, um sie irgendwo anzuheften. Genau. Ja. Aber was ich am geilsten finde, eben, sie ist nicht groß. Sie wiegt nicht besonders viel. Und du kannst sie bei den meisten Mopeds wahrscheinlich noch im Heckbürzel oder irgendwo unterbringen. Ja, egal ob jetzt eins zum Aufstellen, auch das haben wir im Programm, oder diesen Überzieher für den Integral. Für den Helm, ja. Aber das Ding finde ich einfach geil. Da holst du raus, drückst drauf, machst den Modus an. Also das kannst du als Rundumlicht eben machen oder einfach nur blinken oder SOS blinken, glaube ich, konnte die auch. Weil wenn dir nachts die Karre wirklich von der Elektrik her mal richtig verreckt, kein Licht geht mehr, also auch kein Blinker oder irgendwas, was dich sichtbar macht. Allenfalls Rückstrahler und Kennzeichen, die sind ja meistens reflektierend auch. Aber und das dann richtig Dreckswetter auf einer Landstraße hinter einer Kurve, da so ein Ding, finde ich toll. Werde ich tatsächlich nochmal nachgucken. Also ich weiß, Moto 112 ist ja unsere Marke für die ganzen Sicherheitsnummern. Muss ich glatt mal gucken, wo die noch haben. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ich habe sie zumindest in Etoile nicht gesehen und in der Ecke stand ich. Gut, vielleicht war ich auch der Einzige, der die toll fand und deswegen sind die nicht mehr im Programm. Kann auch sein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil die war auch gar nicht so teuer. Ja. Ja, noch was völlig Banales. Papiertaschentücher. Mhm. Warum Papiertaschentücher? Wenn du unterwegs bist mit dem Moped, dann gibt es so Jahreszeiten, da hast du innerhalb von 20 Minuten einen Insektenfriedhof auf dem Visier. Du fährst ja, aber das heißt, die trocknen dann auch sehr schnell aus. Mhm. Und das sind dann, wenn du es jetzt sauber machst und es falsch machst, sind das die Visierkiller vor dem Herrn. Absolut. Du hast sie zwar vorher mit dem Visier gekillt, aber jetzt beim Entfernen, wenn du es falsch machst, killen sie das Visier. Wenn Leute jetzt sagen, ja, aber du kannst so an der Raststelle und da nimmst du dir so einen Handtuchspender und holst dir da die, viele haben nur noch diese Blasemichel zum Händetrocknen. Klopapier hätte ich jetzt auch keinen Bock, außerdem fusselt das geht sofort, das muss sich ja schnell auflösen, wenn es nass wird, ja, ne? Genau, sonst sitzt ja ständig die Rohre dicht. Deswegen Papiertaschentücher, weil die eben auch sehr weich sind, im Gegensatz zu jetzt so Papier aus dem Handtuchautomaten.
Die gehen zur Not, wenn es sie noch gibt, wie du sagst, schön nass machen. Dann haut das hin und vor allem diese Insekten dann auch erstmal anlösen lassen, ein bisschen Zeit geben. Richtig. Und wenn vorhanden, auch wenn ein Seifenspender da ist, sogar auch ein bisschen Seife mit drauf, weil der löst ja auch. Also für die Not absolut in Ordnung. Ansonsten, wir verkaufen ja auch diese Unterwegstücher. Da ist immer so ein Nasstuch drin, ein Trockentuch. Der Vorteil ist wirklich, das ist nicht nur für eine Anwendung. Wenn man das wieder anständig verschließt, kriege ich da schon eine Tagestour locker damit hin. Ne? Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und da ist halt diese Flüssigkeit entsprechend schon drin und ich muss noch nicht mal nach Wasser gucken. Also beides absolut richtig. Wenn das eine ausgeht, habe ich das andere immer noch da. Das ist nie von Nachteil. Wir werden in dieselbe Richtung jetzt, also Reise, nicht nur schnell mal hier am Block oder ein bisschen sowas. Da passiert es ja, dass man auch mal liegen bleibt oder Maschine vom Kumpel oder irgendwas und jetzt wird geschraubt. Jetzt vielleicht auch noch irgendwas mit der Kette zu tun hat, dann sehen die Hände hinterher aus wie Sau. Jetzt bist du unterwegs. Ja, jetzt hast du zwar dein Papiertaschentuch und das fürs Grobe erstmal, aber das ist eben nicht alles. Und Handwaschpaste habe ich auch noch nie dabei gehabt. Aber was im Urlaub die beste Handwaschpaste von allem ist Haarshampoo. Damit käme ich aus. Ja. Haarshampoo, ja, siehst du, deswegen konntest du es nicht beantworten. Okay, Kojak. Ja. Haarshampoo entfettet sehr stark. Ja, ja, okay. Ja? Und das ist echt erstaunlich. Also noch nicht gleich mit Wasser, sondern erstmal nur Shampoo. Ordentlich, so als ob du die Finger eincremst und ruhig einziehen lassen. Und dann abwaschen. Und das funktioniert meistens richtig gut. Okay. Also ich habe immer so diese Babyfeuchttücher, die gibt es ja auch in ganz, ganz kleinen Packungen. Auch nicht schlecht. Zum Glatze polieren, oder? Nee, aber tatsächlich, ich bin ja auch der zwischendurch gerne mal irgendwie sich dann auf dem Gaskocher oder sowas zubereitet und das geht ja auch nie ohne Sauerei ab und dann hast du auch klebrige Finger von irgendwas und dieses Zeug funktioniert in der Hinsicht auch sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Kettenfett ist, aber ich glaube, das kann auch ein bisschen was. Kann ich ja nicht sagen. Aber probier's mal aus. Ja, probier's mal aus. Geiler Tipp. Ja, und ich bin jetzt hier nicht verkäuferisch unterwegs, merkst du ja schon. Also ich habe keine großen Sachen, die man bei uns erwerben kann. Das Letzte, was ich habe ich vor Urzeiten in irgendeinem Video auch schon mal gesagt, Tageszeitung? Mhm. Mir ist es nicht selten passiert früher, dass ich irgendwo kurz mal zum Kumpel wollte und aus dem Kurz wurde dann 2 Uhr nachts. Jetzt muss man nach Hause. Ja, genau. Du bist aber nur im T-Shirt losgefahren, so ungefähr, oder vielleicht eine Lederjacke drüber. Wir haben in der Nacht dann aber, was weiß ich, 7 Grad oder so. Und es ist neblig, es ist richtig nasse Luft. Und du hast 70 Kilometer vor dir. Mhm. Viel Spaß. Und da kann eine alte Tageszeitung, die du dir unter das T-Shirt oder zwischen T-Shirt und Lederjacke, weil Achtung, Druckerschwärze, ne? Sonst hast du nachher ein Tattoo, wenn es jetzt auch noch regnet. Oder du schwitzen wirst du wahrscheinlich nicht. Genauso an den Knien. Ja. Papier kann eine Menge abhalten, ja. Ist richtig. Naja, ich meine, 70.000 Obdachlose können sie nicht irren. Ja. Ja, so jetzt, gehässig. Ich entschuldige mich schon jetzt schon. Das sind mal außergewöhnliche Gadgets sozusagen. Die hätte wahrscheinlich gar keiner so auf dem Zettel gehabt. Finde ich sehr, sehr cool. So, damit sind wir dann auch eigentlich mit dem offiziellen. Ja, teilt euch, war jetzt aber auch genug, echt. Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Ja, ich weiß, du denkst immer dran. Ich würde es jedes Mal vergessen. Ja, das ist auch meine Aufgabe hier ein bisschen mit. Ja, für die Zuhörer, ne, jetzt kommt wieder der spannende Teil, wo wir uns jeder 2 Fragen aus der Fragenbox ziehen. Und 2 Fragen, die wir nicht kennen, jedenfalls noch nicht. Sag mal, sind die Schnipsel kleiner geworden? Ja. Die Schriftart ist geringer geworden. Ja, vielen Dank. Na, ihr wisst, das kann ich gleich beantworten. Also ich stelle die erste Frage. Was war früher wirklich besser? Meine Augen. Mhm. Wer Jochen Malmsheimer kennt, ich antworte für ihn, das Wurstbrot. Einfach mal googeln, macht Spaß. Ja, und wie ist es mit dir? Das Wurstbrot, ich antworte Ach so, du für ihn. Bist ja? Das finde ich die passende Antwort auf diese Frage. Eigentlich hast du recht. Ja. Welches Emoji nutzt du am meisten? Jetzt sei nicht, du benutzt gar keine. Nee. Am meisten, ich glaube, dieses leicht sabbernde. Also da hängt hier so ein bisschen Spuckefaden aus dem Mundwinkel raus. Das benutze ich. Kann ich dann die Konversation dazu?
Aber nicht hier vor laufender Kamera. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Nee, dann möchte ich das auch gar nicht. Okay, sehr gut. Und du? Ich habe keinen, den einen. Ich habe oftmals hier diese Lachdinger da. Also sind jetzt bei WhatsApp so im Großen und Ganzen. Okay. Ja. Die gibt es dann gerade und in Schräg. Dann dieses Ding, wo mit einem Auge geschlossen. Mhm. Den benutze ich häufig. Bei einer Person auch. Die Herzchen? Natürlich, oder? Ja, das muss. Ich mag den Sonnenbrillenfuzzi auch noch sehr, sehr gerne. Das ist so mein Abschluss. Ah, okay. Also insofern werde ich den wahrscheinlich sogar am meisten. Ja, bei mir dann wahrscheinlich sogar auch. Ja. Es gab den noch nicht mit längeren Haaren. Also da hat er mehr Ähnlichkeit mit dir. Ich wollte gerade sagen, die Emojis haben alle sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit mir. Ja. Genau. Hattest du Nachhilfe in der Schulzeit? In Mathe hatte ich mal 2 Stunden Nachhilfe von einem aus der Oberstufe. Da war ich in der 6. oder 7. oder sowas. Aber der hat dann gesagt, du kannst das doch, was soll ich hier? Ja. Ja, aber trotzdem, der Mathelehrer, der mochte mich nicht. Okay. Und, er hat mir meistens angekreidet, also die Lösung war immer richtig. Aber der Rechenweg. Der Rechenweg falsch. Und dafür gibt es keine Punkte. Zum Kotzen. Ja. Das hasse ich wie die Pest. Und damit verhaust du dir dann. Also ich hab zum Beispiel den Dreisatz habe ich nie gelernt. Und ich konnte es immer ausrechnen, weil ich logisch denken kann. So. Ja. Und in der Berufsschulzeit in Regensburg damals habe ich auch das Ergebnis hingeschrieben. Mhm. Aber der Rechenweg, weil ich keinen Dreisatz kann, den habe ich nicht aufgeschrieben. Und da habe ich auch immer Minuspunkte gekriegt. Ich habe aber auch gesagt, ist mir egal. Das Ergebnis steht da. Den Punktabzug habe ich in Kauf genommen. Ich habe mich immer gesträubt, mir das einzuprägen. Ja, es gab auch, es ist ja wirklich ein Unterschied zwischen Mathematik und Rechnen. Mhm. Ja. Und das fand ich in der Grundschule dann so Schnittmengen und wie das da alles hieß, wo du echt dachtest, sag mal, wen willst du denn mit so einem Krams verarschen? Frag mich doch was Anständiges, ja. Rechnen war ich wirklich immer ziemlich weit vorne. Und aber sobald das um so Sachen, die kein Mensch wissen will, die auch kein Mensch braucht. Ich weiß, also ja. Wie heißt das? Stochastik und sowas hatten wir da alles, also diese ganze Wahrscheinlichkeitslehre und so weiter. Ja, irgendwelche Rechnungen mit 20 Unbekannten und hast du nicht. Und dann malt der Prof die Tafel voll von links nach rechts oben und alles ist und dann muss er zwischendurch schon wieder abwischen, weil also das erste. Die Formel gar nicht mehr hinpasst. Ja. Weil der ganze Kram ist der Rechenweg und dann nochmal hier und da wissen wir ja. Irgendwann dann konntest du mich wecken und das braucht kein Mensch irgendwie in seinem Leben, außer den Professoren an der Uni, um das anderen Leuten genau. Und vor allem, was habe ich letztens wieder von einem wunderbaren Spruch gehört? Schön, dass ich in der Schule alles über Parallelogramme gelernt habe. Das hilft mir bei meiner jährlichen Parallelogramm-Erklärung, die ich abzugeben habe. Finde ich mal wieder sehr, sehr geil. Also kurz noch, hattest du Nachhilfe in der Schulzeit? Nein, hatte ich nicht. So. Woran verbrennst du dir immer den Mund? Höchstens an meiner großen Klappe, wenn es ums Essen oder Trinken geht, gar nicht. Da kann ich sehr heiß essen und trinken und mag das sogar. Ja, ich habe meine Süßen, weil die so heiß ist. Haha, nein, schlechter Witz. Da habe ich nichts Bestimmtes. Doch, manchmal, wenn ich mir irgendwas im Ofen gemacht habe oder so ein Spaghetti-Auflauf mit Käse überbacken und so ein Zeug so. Und dann, also cool, davon riechst du das ja eh schon seit 20 Minuten oder sowas. Und dann so mit dem Löffel da reingehauen. Oh, und dann, das ist aber auch wert. Das ist es aber auch wert. Ne? Schatz sagt mir die 3 magischen Worte und sie sagt, wir überbacken das. Es gibt ja so Leute, die wirklich auf Käse stehen und Käse noch mit Käse überbacken. Und ich komme jetzt und eben, Käsefüllung. Ja, und das zum Abschluss in Etoile im Riesensupermarkt. Bei uns gibt es ja diese Ofenkäse, kennst du vielleicht, so groß ungefähr. Ja, ja. Ja. Ich zeige gerade, was ist das hier? Durchmesser 15 cm. Das ist der Rougette, ne? Genau, ne? Ja. Die gibt es dort in 1,6 Kilo. Also so ein Oschi. Kostet 45 Schweizer Franken, aber was weiß ich. Das ist aber das Familiending. Das ist dann für ein paar Leute mehr. Ja, ja. Total geil. Richtig gut. Also da kann ich nur sagen, da ist so, was, wenn du Käse und oder Weichkäse, Giramont. Liebe ich. Panieren wie ein Schnitzel und dann frittieren. Aber nicht zu heiß, dann platzt ihr euch. Aber so auf untere Mittel. Da läuft ja alles raus, oder? Nee, und dann
ganz in Ruhe blubbern lassen und irgendwann geht er so, wölbt er sich ein bisschen nach außen. Und dann gibt es ihm noch einen kleinen Moment und dann mit Preiselbeerensalat und ein Stück Weißbrot. Also, ja. Wir haben heute den Musik-, Motorrad- und kulinarischen Podcast einmal hinter uns gebracht. Sehr cool. Und Fremdsprache. Und Fremdsprache. Vielen Dank fürs Zuhören bei der offiziell 51. Naja, eigentlich 52. Dann, ja, Sendung. Auf jeden Fall wieder mit uns beiden gemeinsam. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe es. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.